Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Probier doch mal die alten und die neuen Trolleywürmchen. Wurde ich vor ein paar Monaten gefragt und seitdem habe ich die alten Trolli-Glühwürmchen gesucht. Die sauren Glühwürmchen von Trolli sind nämlich ein echter Klassiker. Vielleicht kennt ihr die ja auch von den ganzen Süßigkeitenautomaten. Dort habe ich nämlich diese alte Sorte neulich bei mir gesehen. Es war in Wandsbek, an der Wandsbeker Chaussee, und ich dachte mir, ach wie cool, die gibt es am Automaten. Dann ziehe ich mir die mal heute Abend, dachte ich so, ne? Hätte ich mir direkt ziehen sollen, denn die war ausverkauft. Und dann hat es tatsächlich noch 7, 8 Wochen gedauert. Ich war viel unterwegs in Deutschland an Bahnhöfen, habe immer in diese Süßigkeitenautomaten reingeschaut, weil ich nochmal diese alten Trolli-sauren Glühwürmchen finden wollte. Und ich habe sie letztendlich entdeckt. Und ich kann euch jetzt sagen, auch wo? In Erlangen am Hauptbahnhof an einem Süßigkeitenautomaten. Wie krass, oder? Aber mir macht es auch Spaß, immer Sachen zu suchen. Ich finde ja das neue Design, diese Würmchen sehen schon ganz lustig aus, aber ich mag den Trolli-Schriftzug hier lieber. Ich finde das irgendwie cooler. Dieses Flache ist ja aktuell auch mega im Trend. Ich weiß nicht, wie man das nennt, diese ganzen Schriftarten auch bei diesen Marken, dass man das wieder so ein bisschen nicht mit Umrandung macht, sondern mehr cleaner, aber ich weiß es nicht. Ich fand das alte irgendwie cooler. Ihr könnt auch schon sehen, die Glühwürmchen haben sich etwas verändert. Verbesserte Rezeptur steht hier drauf. Sie musste auch verändert werden, die Rezeptur, denn ein Zusatzstoff sollte jetzt hier verboten werden. Und zwar war das ein Farbstoff, Titandioxid. Ich bin kein Lebens- und Nahrungsmittelexperte. Wer sich für Titandioxid interessiert, googelt es bitte einmal nach. Gilt auf jeden Fall als bedenklich und deswegen ist das jetzt hier raus. Aber ich weiß nicht, ob man deswegen auch die komplette Farbgebung so ändern musste. Die sind jetzt so ein bisschen durchsichtiger aus und gewöhnlicher. Ich mochte es eigentlich, dass die so ein bisschen gesättigter in der Farbe sind. Das fand ich irgendwie, finde ich das schmackhafter. Aber wie gesagt, Titandioxid auf Dauer, das will ich jetzt ja auch nicht verteidigen. Aber so sehen sie jetzt aus und so sahen sie früher aus. Und ich gehe nochmal in die Großaufnahme rein und dann vergleichen wir die beiden mal schon mal von der Optik. Und wir werfen mal einen Blick in die alte Trolley-Tüte. So sahen die aus. Die kleine Tüte, das war halt in diesem Bahnhofsautomaten und die andere habe ich im Supermarkt gekauft. Deswegen unterscheiden die sich so ein bisschen von der Verpackungsgröße. Hier haben wir einmal, könnt ihr sehen, 150 Gramm. Und in der neuen Tüte, die ich im Supermarkt, genauer gesagt im Rewe gekauft habe, sind 200 Gramm drin. Ansonsten habe ich gesehen, bei den Zutaten hinten drauf, das seht ihr gleich nochmal am Ende des Videos, dass in der neuen Sorte, ich glaube, es sind so vielleicht 2 Gramm Zucker mehr drin. Aber von der Optik her, gehe ich mal kurz rein, was ihr sehen könnt, sind die halt so ein bisschen durchsichtiger und sehen einfach gewöhnlicher aus. Und vom Geruch, muss ich sagen, riechen sie auch so wie so klassisches saures Fruchtgummi. Und wenn man die aufgemacht hat, dann hatten die so einen ganz eigenen, ziemlich geilen, künstlichen Geruch, den ich sehr geliebt habe und der mich so immer an Trolli auch erinnert. Es gibt halt so diesen typischen Trolli-Geruch, den kennt ihr, oder? Man macht eine Trolli-Tüte auf und die sind immer so ein bisschen, fand ich früher auch, das fand ich sehr positiv, immer so ein bisschen drüber. Geschmacklich immer so einen Schritt mehr als Haribo, fand ich. Manchmal war es den Leuten zu süß, zu künstlich, aber ich fand das schon immer ziemlich geil. Wobei, geruchlich riechen beide noch schön künstlich, so wie ich es mag. So, jetzt hole ich mir mal so ein saures Würmchen raus. Lecker, vor allem der blaue, der so im Abgang so ein bisschen einen richtig schönen, leckeren, süßen, künstlichen Geschmack hat. Mag ich sehr gerne. Jetzt beim direkten Vergleich mit diesem hier. Mensch, ich habe jetzt, ich bin nochmal gelb-rosa. Wirklich mit einem komplett anderen Geschmack gerechnet.
Aber ich mache die Augen extra immer zu. Ich meine, die waren ein bisschen säuerlicher im Abgang, in der Note. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die neuen gar nicht mal so schlecht. Das sind echt nur Nuancen, die ich hier rausschmecke. Auch beim Blau. Nur halt die Optik, die sehen so durchsichtig aus, als wenn sie jetzt gewöhnlicher schmecken würden. Aber ich finde, so groß, krass ist der Unterschied nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch jetzt kein dauerhafter Glühwürmchen-Trolli-Esser. Wenn man die jetzt schon Zeit seines Lebens immer regelmäßig gegessen hat, dann reagiert man auf solche Rezepturveränderungen natürlich viel sensibler. Ich habe jetzt wieder nach 100 Jahren die sauren Glühwürmchen gegessen, jetzt im direkten Vergleich. Und für mich ist deswegen der Kontrast nicht ganz so groß. Ich finde es in Ordnung, muss ich sagen. Ich finde die neuen jetzt echt nicht schlecht. Also gar keine, bin ich echt nicht durchgefallen. Finde ich immer noch gut. Nur die Optik ist halt anders. Und ich weiß gar nicht, ob ich die mit verbundenen Augen 1:1 auseinanderhalten könnte. Aber ich finde, die sind wirklich noch sehr nah dran. Wie ist euer Eindruck da draußen? Ihr Trolli-Experten, findet ihr die neuen sehr, sehr krass im Gegenzug zum anderen? Oder ist es vielleicht doch auch der psychologische Effekt, weil das Auge ja mit ist und die schon sehr krass anders aussehen? Ich finde, wenn die nicht so durchsichtig sind, dann erwartet man ja auch was anderes irgendwie im Geschmack. Aber wenn man dann die Augen zu hat, finde ich, kommt es noch sehr nah dran. Hier oben, könnt ihr den Kanal abonnieren, wollte ich gerade sagen. Bitte abonniert den Kanal hier oben, wenn ihr Bock habt. Aber Punkte muss ich noch vergeben, das stimmt. Für die Glühwürmchen gebe ich ganz klassisch 8 Punkte, so wie in der alten und in der neuen Version. Ich fand, es hat sich nicht zum Schlimmeren verändert. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!